Ja, herzlich willkommen. Wir besprechen heute die neuen Leitlinien der AGO Mama. Das heißt, die Arbeitsgemeinschaft gynäkologischer Onkologen erstellt jedes Jahr neue Leitlinien anhand der neuen Ergebnisse, die es gibt. Und darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Frau Professor Riem. Frau Professor Ditsch, liebe Kerstin, liebe Nina, ihr hattet das Kapitel Brustkrebsrisiko und Prävention. Und jetzt würde ich ganz gern von euch hören, was gab es da Neues, was wurde bestätigt, worauf ist zu achten? Liebe Kerstin. Ja, liebe Renate, vielen Dank. Und ja, ich hatte das große Vergnügen, mit Frau Professor Ditsch das Thema in diesem Jahr zu bearbeiten. Und wir haben gesagt, ich fange mal an mit dem vorderen Teil und dann übernimmt sie sozusagen den hinteren Teil des Vortrages. Gut, was gibt es in diesem Jahr Neues im Thema Brustkrebsrisiko, Genetik und Prävention? Wir haben das, was immer schon drin war, jetzt auch obendrauf genommen und mit in die Überschrift für dieses Thema genommen, damit man auch ganz klar orientiert ist, dass sich in diesem Kapitel die Genetik für den Brustkrebs befindet. Wir haben ganz am Anfang uns ja immer eingangs die Frage gestellt, wer kommt für einen genetischen Test in Frage? Und es gibt im Prinzip zwei Eingangsmöglichkeiten. Die eine ist die sogenannte familiäre Belastung, also dass mehrere Erkrankte in der Familie sind, junge Erkrankte. Und hier stand bei der AGO immer schon das triple-negative Mammakarzinom, also der Brustkrebs, der weder hormonrezeptorpositiv ist noch das HER2-neu darstellt. Dieses war ein, wenn es allein in der Familie vorliegt, schon für die AGO Ausgangspunkt für eine Testung, sofern diese Diagnose vor dem 60. Geburtstag getroffen worden ist. Und das ist jetzt auch so, dass die Krankenkassen im Rahmen der Versorgung in den Zentren für familiären Brust- und Eierstockkrebs im Deutschen Konsortium diese Testung auch übernimmt. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Es ist sinnvoll, dass eine solche Testung dann durchgeführt wird und die wird jetzt auch in diesem speziellen Versorgungskonstrukt von den Kassen gezahlt. Wir haben ganz viel Neues im Hintergrund zur Genetik und zu der individualisierten Risikokalkulation, die Grundlage ist für das Angebot der Inanspruchnahme präventiver, also vorsorglicher Maßnahmen. Wir haben da eine Abbildung in diesem Kapitel, wo es darum geht, darzustellen, dass es einige Risikogene gibt, zu denen wir ganz viel schon wissen. Das sind die Gene BRCA1 und 2. Die finden wir in reinen Brustkrebsfamilien mit vielen Fällen in ungefähr 17% der getesteten Frauen, die diese eingangs erwähnten Einschlusskriterien erfüllen. Und dann kennen wir noch ein paar andere Gene, CHEK2 zum Beispiel, ATM. Und wir empfehlen, dass wenn heutzutage sich eine Brustkrebspatientin mit einer familiären Belastung zum Beispiel vorstellt, und es sind 30 von 100 Frauen mit Brustkrebs, die da eine Belastung haben, dass man eine sogenannte Panel-Testung macht. Jetzt könnte man sagen, ja, dann sollte man ganz viele Gene testen, damit man möglichst viele Informationen bekommt. Aber das ist nicht so ganz richtig. Man sollte lieber gucken, dass die Gene getestet werden, zu denen man einen Beleg hat, dass es der Test auch wirklich hilfreich ist. Also wo wir wissen, naja, wie viel Risiko steckt denn in so einem Gen für eine Erkrankung? Wann ist denn das Alter, in dem ich erkranke? Was für eine Erkrankung entsteht denn da? Ist die sehr aggressiv? Muss die besonders behandelt werden? Ist sie weniger aggressiv? Welche Therapien wirken? Und welche weiteren vorsorglichen Maßnahmen sind denn hilfreich? Also wenn man in einem Gen eine Genveränderung trägt, das heißt Mutation, heißt das ja nicht, dass man sich gleich einer vorsorglichen Operation unterziehen muss oder auch immer das Angebot bekommt, sich einer solchen vorsorglichen Operation wie zum Beispiel der Entfernung von gesundem Brustgewebe zu unterziehen, weil das Risiko für das ein oder andere gar nicht so hoch ist, als dass dieser Eingriff etwas nützen würde.
Also wir haben gesagt, es gibt ein Panel, aber beim Panel sollte man gucken, dass nicht alles Mögliche getestet wird, sondern am besten das, von dem wir wissen, was es bedeutet am Ende. Und ganz wichtig, in die individualisierte Risikoberechnung kommt jetzt mehr und mehr der sogenannte polygene Risikoscore mit hinein. Das ist ein anstrengendes Wort. Was verbirgt sich dahinter? Dahinter verbergen sich beim Brustkrebs 313 genetische Varianten, die über das ganze Erbgut verteilt sind, wo jede einzelne für sich genommen überhaupt nicht mit großem Risiko verbunden ist. Und jeder Mensch trägt diese Veränderung und für sich allein genommen ist so eine Veränderung für das Risiko nicht bedeutsam. Aber in der Kombinatorik dieser 313, also da spielt es eine große Rolle. Und wenn man dann sieht, bei einem bestimmten Menschen liegt eine Kombination von Vater und Mutter vererbt in einer bestimmten Weise vor, kann man sehen, erhöht diese Kombination das Risiko für Brustkrebs oder erniedrigt sie es auch. Und das finden wir ganz spannend, dass dieser polygene Risikoscore jetzt in diese ganz eigene, persönliche, individualisierte Risikoberechnung bei einem genetischen Risiko, einem erblichen, einem familiären Risiko mit aufgenommen worden ist. Weil hier kann man schauen, ja, das individuelle Risiko kann, obwohl man eine Genveränderung im Gen BRCA1 oder CHEK2 oder einem anderen Gen hat oder auch keine spezielle Genveränderung hat, kann trotzdem dieser polygene Risikoscore das Risiko eines einzelnen Menschen nochmal für Brustkrebs erhöhen oder erniedrigen. Und das geht mehr und mehr in die individualisierte Beratung mit hinein, auch nicht genetische Risikofaktoren, wie zum Beispiel ganz wichtig, Brustgewebsdichte spielt da eine große Rolle. Ob man Kinder geboren hat, wann man geboren hat, ob man die Pille genommen hat, das Körpergewicht, also dieser sogenannte Body Mass Index spielt eine Rolle. Und so kann man sagen, setzt sich dann das Risiko eines jeden Menschen ganz individuell zusammen aus seiner eigenen Erkrankung, aus der familiären Belastung, wie viele, in welchem Alter, in der Familie, mit welchem Verwandtschaftsbezug erkrankt sind. Aus der genetischen Testung ist eine Genveränderung in einem Gen gefunden worden. Und was macht der polygene Risikoscore? Ist der günstig oder ungünstig? Und dann kommen noch die nicht genetischen Risikofaktoren hinzu. Und aus all dem bildet sich dann das individuelle Risiko eines Menschen zu grundsätzlich zu erkranken oder eben auch auf der gesunden Brustseite zum Beispiel zu erkranken und auch, ob man einmal einen Eierstockkrebs entwickeln wird, ja oder nein. Auch da kann man eine bessere Vorhersage treffen. Ja, das wäre jetzt so im ersten Teil ein ganz wichtiger Punkt gewesen bezüglich der zu ergreifenden Vorsorgemaßnahmen, also der Empfehlungen, bei welchem Risikostatus, sage ich ja mal, vorsorgliche Operationen in Frage kommen oder wie der Einschluss in die intensivierte Früherkennung vorgenommen wird. Das heißt, ganz intensive und im jungen Alter der Frau mit einer familiären Belastung Rechnung tragenden Früherkennungsprogramm für Brustkrebs mit Kernspintomographie der Brust, MRT der Brust. Da hat sich im Grundsatz nichts geändert. Die Zentren für familiären Brust- und Eierstockkrebs des Deutschen Konsortiums stehen für diese Früherkennungsmaßnahmen bereit. Es gibt 23 davon in Deutschland und die sind bestens vernetzt. Und das ist vielleicht auch nochmal eine ganz wichtige Information für die Brustkrebspatientinnen mit den zertifizierten Brust- und Gynkrebszentren vor Ort. Das heißt, wenn Sie eine familiäre Belastung haben, dann werden Sie vor Ort in Ihrem Brustzentrum durch die Kolleginnen und Kollegen, die speziell geschult sind, praktisch identifiziert und bekommen das Angebot, eine Gentestung in Anspruch zu nehmen. Sie erhalten alle Informationen, die Sie benötigen, um sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Und wenn das Ergebnis dann da ist, dann von der Genuntersuchung und dieser Berechnung, die ich Ihnen da so erzählt habe, dann erzählen es Ihnen die Kolleginnen und Kollegen vor Ort und lassen eben Dinge in Ihre Therapie mit einfließen. Da wird die Frau Professor Ditsch jetzt gleich sicher auch nochmal drauf eingehen und entwickeln mit den spezialisierten Zentren des Deutschen Konsortiums für Sie gemeinsam auch ein sehr individuelles Präventionskonzept, wo Sie die Entscheiderin sind, was Sie in Anspruch nehmen möchten und wann Sie es in Anspruch nehmen möchten. Super, vielen Dank, Nina. Genau, ich mache direkt weiter. Also die Frage, die uns ja immer gestellt wird, und jetzt sind wir ja alle Kliniker,
was machen wir denn jetzt eigentlich damit und vor allen Dingen in der Therapie? Also ich kann mich erinnern, liebe Renate und liebe Kerstin, wir kennen uns ja jetzt schon seit über 20 Jahren und wir haben ja diese Entwicklung auch gerade, auch dank der Entwicklung der Konsortialzentren haben wir ja miterlebt die letzten 20 Jahre, was sich da getan hat. Und das Tolle ist jetzt nun wirklich, es ist die, glaube ich, eine der gewinnbringendsten Nachrichten beim Mammakarzinom, vor allen Dingen für Mutationsträger in BRCA1 und 2 aus dem Jahr 2021, dass es jetzt eine Therapieform für das frühe Mammakarzinom gibt. Wir kannten ja schon die PARP-Inhibitoren. Das sind im Prinzip Enzyme, die verhindern, dass Schäden wieder repariert werden. Und das ist eben gerade bei Mutationsträgern. Wir fokussieren uns jetzt mal in dieser Studie immer noch auf BRCA1 und 2. Ich glaube, da können wir aber auch schon ein bisschen hoffen, dass die Zukunft auch noch was anderes bringt, sage ich jetzt mal so. Aber diese Studie hat eben gezeigt, jetzt, sie ist präsentiert worden auf dem größten Krebskongress der Welt im letzten Jahr. Und die hat gezeigt, bei über 1800 Patientinnen, dass wir wirklich jetzt eine Chance haben, gerade bei Mutation, wirklich eine verbesserte, ich sage jetzt mal erstmalig, wirklich so diese progressionsfreie Zeit zu gewinnen. Jetzt ist aber auch wieder ganz neue Daten im Jahr 2022 gerade gekommen, wo wir ehrlich gesagt auch die ersten Hinweise sogar haben für einen Überlebensvorteil. Sprich, das werten wir jetzt als Ärzte als was ganz Besonderes, weil wir kennen sehr viele Medikamente, die wirklich eben genau immer für diese, wir nennen das auch vielleicht auch für Patienten, diese krankheitsfreie Zeit meistens fokussieren. Jetzt aber auch bei diesem PARP-Inhibitor, dem Olaparib ist das jetzt in dem Fall, um den einen herauszunehmen, jetzt auch wirklich, der diese Daten gezeigt hat, wo man wirklich sagen kann, das ist ein immenser Vorteil. Und der hat natürlich für uns als Ärzte, für quasi auch wirklich alle Patientinnen einen, sage ich jetzt mal, großen Effekt, den wir sonst nicht immer so gekannt haben von allen Medikamenten. Und deswegen hat auch diese Studie jetzt eine Sonderstellung bekommen. Man kann zu den Einschlusskriterien vielleicht so ein bisschen was noch erzählen, dass man sagt, das waren also Patienten, die durften nach einer Chemotherapie zum Beispiel, wir nennen das Neoadjuvans, diesen PARP-Inhibitor bekommen, aber auch eben, wenn sie quasi eine Chemotherapie hatten, nach einer Operation, also sprich adjuvant therapiert worden sind. Und man hat eben in diesen beiden Gruppen auch denselben Effekt so gesehen, dass man sagen kann, beide Gruppen haben profitiert. Also sprich, in diesem Fall, wir sind ja in Deutschland doch sehr angehalten, dass wir, wenn wir können, eine Chemotherapie geben, also und geben müssen, dass wir sie vor der Operation geben. Aber in anderen Ländern ist es nicht so. Und damit kann man ganz klar sagen, hat es für beide Gruppen aber diesen Vorteil gezeigt, wenn diese Enzymhemmung, quasi dieser PARP-Inhibitor, dazugekommen ist. Und was heißt es für uns? Ja, wenn wir sagen, wir haben gerade jetzt hier auch gehört, Konsortialzentren, sie werden extrem gut mittlerweile beraten. Man muss natürlich ganz klar in die Zukunft blicken. Das heißt, wir müssen die Patienten auch ganz sicher erkennen können, die nämlich dafür in Frage kommen. Und meines Erachtens ist es sicher so, dass sich da was tun muss noch, dass das zügiger geht in Deutschland alles und dass auch wirklich alle Ärzte erkennen können, dass man so eine Patientin vor sich hat, die wirklich für diese Therapie in Frage kommt. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Das ist in Deutschland immer weiter flächendeckend, so wie es eben die Kerstin Rien jetzt auch gesagt hat. Wird da sehr stark dran gearbeitet, dass man immer präziser und besser hier wird. Und ich glaube, das ist eines der leuchtenden wirklich Projekte gewesen für die Genetik. Und ich freue mich, dass wir hier weiterkommen. Und ich glaube, noch ganz viel sich tun wird, auch für andere Patienten mit anderen Mutationen. Vielen Dank. Jetzt erstmal noch mal ganz kurz zu diesem PARP-Inhibitor. Warum gibt man ihn denn nicht vor der Operation, zu welcher Behandlung auch immer, gleich dazu? Genau. Also
was wir Ärzte, was wir den Patienten auch schuldig sind. Wir müssen uns ein paar so Regeln halten. Da muss man immer ganz klar sagen, Studien werden ja erstmal gemacht mit einem gewissen Konzept. Und dieses Konzept hat sich jetzt erfüllt in diesem Fall. Und dann ist man natürlich angehalten, nach diesem Konzept zu therapieren. Also zum Beispiel eine Patientin ab einer gewissen Tumorgröße einzuschließen oder auch ab einem bestimmten Lymphknotenbefall in der Achselhöhle. Und dann muss man natürlich sagen, da kommt es immer noch drauf an, auf die Tumorbiologie ein wenig und natürlich jetzt hier in dem Fall in der Olympia-Studie, so heißt die Studie nämlich, ist es so, dass es auch noch der BRCA1 oder 2 Mutationsstatus bekannt sein musste und eben positiv getestet. Also sprich, man hat diese Genveränderung, die auch pathogen gewertet werden konnte und deswegen konnte man eingeschlossen werden. Und derzeit sind wir, ich sage immer noch angehalten, weil es wird auch neue Studien geben. Die werden ganz extrem sich darauf fokussieren, was jetzt du, liebe Renate, gerade vorgeschlagen hast, dass man nämlich sagt, vielleicht kommen wir ein bisschen früher schon mit dem PARP-Inhibitor. Und da gab es auch schon erste Untersuchungen, die sind auch gezeigt worden auf dem ASCO, zum Beispiel auch zu einem anderen PARP-Inhibitor. Ja, da gibt es auch Untersuchungen zu Talazoparib zum Beispiel. Und wir wissen auch jetzt, es gibt eine Studie, die jetzt eben anläuft zum Olaparib auch in der Neoadjuvanz gleich von Anfang an. Und da müssen wir halt noch die Daten abwarten. Aber ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Und so wie wir uns als Kliniker das vorstellen können, glaube ich, können wir auch als Patienten und du auch, Renate, glauben wir ja, dass das ganz positiv vielleicht auch ausgeht, dass wir dann auch früher anfangen können. Kerstin, an dich eine Frage. Werden denn überhaupt genügend Patientinnen getestet in Deutschland? Weil es könnte ja auch sein, in meiner Familie gab es noch keinen Brustkrebs und trotzdem habe ich vielleicht eins der Gene, oder? Ja, das ist absolut richtig. Und wir arbeiten, wenn ich jetzt, wie gesagt, ich komme aus Köln, aus dem speziellen Zentrum für familiären Brust- und Eierstockkrebs, beständig daran, diese Kriterien zu erweitern. Ich glaube, es sind zwei Punkte. Das eine ist, wenn ich einen familiären Kontext habe, ist es da auch sehr wichtig, dass jeder Arzt das erkennt, gerade bei den gesunden Frauen. Ne? Wir haben uns jetzt lange beschäftigt, die Kolleginnen und Kollegen in zertifizierten Zentren in der Genetik auszubilden und haben ein E-Learning-Tool, da hat auch Frau Ditsch mitgearbeitet, wo wir den Kolleginnen und Kollegen auf E-Learning-Basis nochmal zeigen, was sind diese Kriterien. Das ist das eine. Im deutschen Gesundheitssystem werden bestimmte Grundvoraussetzungen gefordert, die dann immer wieder auch in Studien belegt werden und erfüllt werden müssen, um dieses Testen zu erweitern. Das gelingt peu à peu. Aber nochmal das Erkennen. Es nützt ja nichts, wenn man Kriterien hat, aber man erkennt sie nicht. Und das Zweite ist, solange es diese Kriterien noch gibt, dass man nicht verpasst, dass wenn Menschen zum Beispiel die für eine Therapie sich qualifizieren, da spielt diese Familiarität überhaupt keine Rolle. Sondern da geht es darum, was waren die Kriterien, um in diese Therapiestudie mit einem PARP-Inhibitor reinzukommen. Ob man nun familiär belastet ist oder nicht, spielt keine Rolle. Sondern man sucht die Keimbahnmutation in dem Genen, in dem Fall BRCA1 und 2, die dann sagen, wenn da eine Veränderung ist, der Brustkrebs auf diesem Boden entstanden ist, dann wirkt dieser PARP-Inhibitor ganz hervorragend. Ja? Und so muss man gucken, solange es Kriterien für genetische Testung gibt, erweitern, 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 aber auch erkennen auf dem familiären Boden. Und ganz wichtig, auch das Wissen um, wann benötigt eine Patientin einen Test für eine Inanspruchnahme von Medikamenten. Auch das muss der Arzt wissen. Wir erleben zum Beispiel, beim triple-negativen Brustkrebs ist das alles schon ganz klar. Die Patienten mit einem hormonrezeptor-positiven Risikotumor können das Medikament aber auch bekommen. Und da erleben wir viel zu wenig Testungen. Ja, und so muss man permanent auch im Schulungsmodus für die behandelnden Ärzte bleiben, um zu sagen, mehr testen, aufmerksam sein. Und da, wo wir Kriterien erweitern, erleben wir auch, ne, wie triple negativ, auch jetzt bis 60, vielleicht können wir es bald bis 70. Ich bin ganz deiner Meinung, ich glaube, Nina, da sind wir auch einer Meinung, man muss diese Kriterien permanent erweitern, man soll mehr und mehr Patientinnen und Frauen, auch eben Gesunden, diese Möglichkeit eröffnen, sich testen zu lassen. Vielleicht kann ich ja da gerade noch was anschließen dazu, weil wie schwierig es ist, diese Kriterien zu erweitern.
Also ich glaube, es kommt ganz gut raus, dass wir diese Kriterien auch erweitern. Aber wie viel Arbeit dahinter steckt und wie viel Daten vorhanden sein müssen, damit auch die Krankenkassen akzeptieren können, dass es bezahlt wird. Und ich glaube, das ist auch eins dieser Themen, was hier mit einfließt, wo wir für kämpfen. Also wir als Ärzte wollen das natürlich und wir wollen das auch anbieten können in den, mit den richtigen Kriterien. Aber das sind lange Vorläufe, auch wirklich oft, die muss man einfach erstmal haben, dass man sagen kann, die Datenlage ist so stabil, dass sie akzeptiert wird, dass auch so eine Bezahlung möglich ist. Und ich glaube, da wird manchmal sehr wenig drüber geredet. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig für Patienten zu verstehen, dass man manchmal noch etwas hinterherhinkt, automatisch, weil man muss diese Daten erst so gut zusammengetragen haben, um zu beweisen, dass das so ist. Und das ist natürlich eine Heidenarbeit und deswegen dauert es auch manchmal ein wenig länger, als man direkt nach einem Kongress, in dem hervorragende Daten vorgestellt wurden, auch gerade wenn man überlegt, man braucht noch zum Beispiel ein GBA-Urteil und so weiter, ob das zu einer Zulassung kommt. Deswegen ist manchmal das zwar wunderbar, wenn man die Ergebnisse hört, manchmal noch nicht sofort umsetzbar. Aber dafür kämpfen Ihre Ärzte. Wir unterstützen euch gerne dabei. Da freuen wir uns auch, ja. Ich habe noch eine Frage. Wenn denn so ein PARP-Inhibitor so wirksam sein kann, wäre das, sagen wir mal, auch eventuell eine Möglichkeit für Frauen, die BRCA1 oder 2 Trägerinnen sind, aber noch nicht erkrankt sind, dass die einen PARP-Inhibitor nehmen, damit sie es gar nicht erst bekommen? Man müsste eigentlich denken, Renate, ne? Also eigentlich, ihr sitzt ja Gott sei Dank schon mit in allen Gremien und so weiter. Also ja, natürlich, klar, weil Frau Ditsch hat das eben auch gesagt, wir kommen im Prinzip mit diesen neuen Medikamenten aus der fortgeschrittenen Behandlungssituation metastasiert und rücken sozusagen nach vorne die Behandlung nach der Operation der Adjuvanz dann in die Neoadjuvanz. Was bei den PARP-Inhibitoren da immer die Frage war, ist, könnten die möglicherweise Nebenwirkungen haben, die verhindern könnten, dass man dieses Medikament gesunden Menschen geben kann? Wir müssen jetzt unterscheiden, wenn du sagst, kann man es nicht den Mutationsträgerinnen mit dem hohen Risiko geben, die heute ja im Prinzip, wenn sie sich drastisch schützen und sehr, sehr gut schützen möchten, auf prophylaktische Operationen auch angewiesen sein könnten. Ne? Und das ist ein drastischer Eingriff. Da wäre doch so ein Medikament besser, ja, aber wenn wir in der Prävention sind und nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen können, dass ein Mensch hinterher erkranken wird, dann muss man mit Medikamenten und deren potenziellen Nebenwirkungen sehr vorsichtig sein. Und da wurde gemunkelt, dass möglicherweise bei diesen Medikamenten schwere Nebenwirkungen selten, aber doch in Frage kämen. Und hier gibt es jetzt auch aus dem deutschen Konsortium eine neue Untersuchung, die gezeigt hat, dass gar nicht dieses Medikament vermutlich der Verursacher einer schwerwiegenden Bluterkrankung ist, sondern dass es im Zusammenhang mit Vortherapien, vor allen Dingen auf der Chemobasis und dem Mutationsstatus zusammenhängt. Und genau deshalb kommt der PARP-Inhibitor durchaus in unsere Köpfe, wenn wir sagen, ist der vielleicht ein primäres Präventionsmedikament? Und tatsächlich werden international Überlegungen angestellt in diese Richtung. Und wir starten ja in Kürze eine andere Studie für BRCA1-Mutationsträgerinnen, die sogenannte BRCAP-Studie, ist eine internationale Studie, die wird auch in Deutschland durchgeführt werden. Und hier wird ein Knochenbaustoff praktisch, das Denosumab, wird als Prävention gesunden BRCA1-Mutationsträgerinnen angeboten, um das Brustkrebsrisiko zu senken. Und da ihr ja keine Abendsendung macht, ne, also sozusagen, können wir das jetzt leider nicht vertiefen, weil man fragt sich natürlich zu Recht jetzt Knochen- und Brustkrebsrisiko, wie geht das? Jetzt haben wir aber auch diese Substanzen wie Denosumab auch Nebenwirkungen. Wie würde man denn innerhalb der Studien damit umgehen? Ich meine, man kennt sie, man weiß, dass der Knochen absterben kann beim Kiefer. Und gerade beim Denosumab gab es ja vor vielen Jahren, ich weiß nicht, 2013, 2014, auch so einen Brandbrief, dass wenn man das länger nimmt, dass spontane Knochenbrüche auftreten können. Ich meine, das ist ja nur auch nicht gerade unerheblich. Das ist überhaupt nicht unerheblich und dem wird
in der Studie Rechnung getragen. Insofern, als dass man auf der einen Seite gucken muss, der Wirkstoff muss hoch genug dosiert sein, um überhaupt diesen vorsorglichen und präventive Wirkung zu haben. Es ist geplant, dass über 5 Jahre, jedes halbe Jahr, den Frauen diese subkutane, also unter die Haut, die Injektion des Wirkstoffs gegeben wird. Und wir haben uns auf wissenschaftlicher Ebene viele Jahre im Vorfeld Gedanken dazu gemacht, was ist genug, um diesen vorsorglichen Effekt, diese Risikosenkung für Brustkrebs zu verursachen. Und auf der anderen Seite, was ist sozusagen so wenig, dass es eben diese schwerwiegenden Nebenwirkungen wie die Kieferosteonekrose oder diesen Effekt am Knochen eben nicht hat. Und da gibt es mittlerweile große Studien, die durchgeführt worden sind bei Frauen, sowohl bei Osteoporosebehandlung, also wenn die Knochen entmineralisiert sind, oder auch bei Frauen mit Metastasen. Und hier haben wir, glaube ich, einen guten Mittelweg gefunden, der auch begleitet wird, also erstmal über die Dosis. Und der wird aber auch begleitet durch alle Schutzmaßnahmen, die man hat. Also dass zum Beispiel Calcium gegeben wird, Vitamin D gegeben wird und das Ganze über die Knochendichte monitoriert wird, damit man zum Beispiel auf der einen Seite diese Frakturen, diese Knochenbrüche verhindert und bezüglich der Zahnhygiene und der Vorbereitung durch den Zahnarzt, wenn es dort Risikofaktoren bei der Patientin gibt, die kennt man ganz gut, dass man die im Vorfeld erkennt, und wenn das eine Frau ist, die hier zu hohe Risikofaktoren hat, dass sie eine solche Kieferosteonekrose entwickeln könnte, dann, wenn das so viel ist, dann würde sie möglicherweise auch gar nicht erst in diese Studie eingeschlossen werden, weil das wollen wir eben gar nicht erst erleben. Zu wissen, und trotzdem eine sehr wichtige Studie. Vielleicht ist es ja tatsächlich eine Möglichkeit, den Patienten mit BRCA1-Mutation da wirklich prophylaktisch helfen zu können. Mhm. Nina, wie schaut es denn aus, wenn ich einmal noch nicht erkrankt bin und mich entscheide, meine Brüste oder das Drüsengewebe, das Brustgewebe entfernen zu lassen? Übernimmt dann die Kasse auch einen Wiederaufbau? Und zweitens, wenn ich denn auf einer Seite erkrankt bin und dann sage, dann will ich die auf der anderen Seite das Gewebe aber auch weghaben, funktioniert das auch, dass ich das machen lassen kann und dass die Kasse das erstattet? Also es ist eine sehr, sehr gute Frage. Es ist genau die Frage, die uns ja wirklich am häufigsten beschäftigt im klinischen Alltag, gerade als Operateur auch. Also ganz klar, und da kommen wir wieder zurück auf das, was Frau Professor Riem schon gesagt hat, nämlich, dass da gewisse Kriterien Sinn machen, die erfüllt sein müssen, um nicht Schaden anzurichten. Das klingt immer so einfach, wenn man sagt im Alltag, ja, ich habe eine Brust, zum Beispiel muss ich entfernen lassen, dann würde ich auf jeden Fall auch die andere entfernen lassen. Aber wenn man Komplikationen entwickelt bei so einer Operation, und so fange ich meistens meine Gespräche an, hat das eine sehr große Relevanz. Zum Beispiel, wenn ich die zweite gesunde Brust verliere. Also macht es hier wieder Sinn, um auf das Thema der Genetik zurückzukommen. Ganz sicher, wir brauchen den Nachweis einer gesicherten, pathogenen, also krankheitsverursachenden Mutation, also einer Genveränderung, die das auch wirklich macht. Zum Beispiel, die auch mit einem Risiko, wenn ich jetzt sage, man hat einseitig die Erkrankung, das ist meistens der häufigste Fall, deswegen fange ich hiermit an. Und man sagt, ich würde gerne auch die andere Seite direkt auch so operieren lassen. Die meisten Genveränderungen, nicht BRCA1 und 2, sind die meisten Genveränderungen nicht mit so einem hohen Risiko assoziiert, dass man kontralateral, also auf der Gegenseite, sich prophylaktisch operieren lassen müsste, / sollte, weil es eher durch Komplikationen nach Operationen vielleicht sogar zu einer höheren Risikobelastung für ein Brustbild, sage ich jetzt mal, kommt. Wenn zum Beispiel, ich sage jetzt mal kontralateral, eine Frau, die ein Risiko von 8% in der Regel mal hat für einen gegenseitigen Brustkrebs, das hat jede Frau, auch wir hier alle, wie wir hier sitzen, für einen Brustkrebs. Deswegen lassen wir uns auch nicht beide Brüste amputieren. Das muss man immer sich nochmal ganz kurz vergegenwärtigen. Wenn man natürlich so ein Hochrisikogen hat, wie BRCA1 und 2, wo wir dann wissen, es gibt
auch hier Studien dazu, die gezeigt haben, dass es sehr wohl was bringt, dass man auf der Gegenseite prophylaktisch operiert, dann kann man das auch tun. Man muss es nicht, es gibt immer noch die Möglichkeit der Früherkennung, aber wenn man sagt, ich habe ein wirklich hohes Sicherheitsbedürfnis und dann kann ich wirklich das Risiko sehr drastisch wirklich erniedrigen, wir nennen das immer signifikant als Kliniker oder als Ärzte, dann macht es schon Sinn. Wenn wir jetzt von der rein prophylaktischen Operation ausgehen, und das war ja auch, beinhaltete auch deine Frage, Renate, dann ist es natürlich schon so, dass man sagen muss, auch hier gibt es gewisse Kriterien, die erfüllt sein sollten und dass auch hier die Mutationen vorliegen, die wirklich dieses hohe Risiko beinhalten. Und deswegen sind sie auch an einem Beratungszentrum, was die Erfahrung hat, um sie überhaupt bezüglich ihrer Genveränderung zu beraten. Und da kommen alle Faktoren, die Frau Professor Riem vorhin nochmal wirklich uns wahnsinnig gut dargelegt hat, finde ich, in dem Gespräch, die werden damit mit einbegriffen. Und deswegen ist es nicht so einfach zu sagen, nein, zum Beispiel bei einer anderen Mutation außer BRCA1 und 2 kommt es nie in Frage, sondern da sind wieder diese individuellen Risiken vielleicht auch relevant. Aber prinzipiell mit einer Genveränderung in BRCA1 und 2 ist es möglich und man erniedrigt damit sein Risiko, ich sage jetzt mal, von, wenn wir beide Gene zusammennehmen, zwischen 50% und 70%, sage ich mal, um ungefähr auf vielleicht auf 3-6%, also unter 10%. Und bei diesen beiden Genen können wir, glaube ich, bei alle davon reden, dass wir sagen, da könnte man das auf jeden Fall auch empfehlen. Sie brauchen nur den richtigen Operateur. Und bezüglich deiner letzten Frage noch zur Kostenübernahme, es ist so, das wird übernommen von den Krankenkassen. Manchmal, gerade wenn es um Eigengewebe sich dreht, die sind etwas teurer, diese Operationen, lohnt es sich manchmal vorher anzufragen oder es einfach bekannt zu machen, dass die Krankenkasse weiß, was auf sie zukommt. Dann wird es einfacher, bevor man es im Nachgang macht. Das habe ich schon häufig erlebt. Dann war es etwas schwieriger. Und deswegen aber prinzipiell werden die Kosten mittlerweile übernommen für diese Operation, wenn sie indiziert sind. Und da schließt sich wieder der Kreis. Super, vielen Dank. Aber insgesamt kann man sagen, dass ihr immer mehr, also ihr, die so eng damit befasst seid, immer mehr versteht, was wie zusammenhängt. Man hört dich nicht, Kerstin? Entschuldigung, das kann man zusammenfassend tatsächlich so sagen. Also wir hatten früher nur die Gene und da auch nur BRCA1 und 2, deshalb kennen wir die auch so besonders gut. Sie kommen vergleichsweise häufig vor in den Familien, aber wir kennen sie ja auch schon seit 20 Jahren. Und wir lernen mehr und mehr dazu. Und deshalb ist auch der Appell so wichtig, dass wenn man einen Test als Patientin bekommt, und ich denke, das ist toll, wenn man sich das überlegt, ob man das möchte oder nicht, wenn man es angeboten bekommt. Es eröffnen sich so viele Möglichkeiten. Für die Therapie mittlerweile, das haben wir eben sehr eindrucksvoll gehört von der Frau Professor Ditsch zum PARP-Inhibitor. Dann über die Prävention, was kann man alles tun, um Risiko zu senken? Und das wäre vielleicht auch nochmal ganz wichtig, vielleicht, dass viele doch Vorbehalte haben und Sorgen, Mensch, wenn da jetzt rauskommt, dass es genetisch ist, das auch noch und wie sage ich es meiner Familie und so weiter, dass man sagt, ja, es ist ganz viel Chance darin, wenn viele Frauen in der Familie bereits erkrankt sind, dass man sagt, wenn da eine Genveränderung gefunden worden ist, gibt eben die Möglichkeit, dass sich Frauen und Männer testen lassen und es nicht geerbt haben. Das ist schon der erste Schritt. Ja, dass ich aus so einer schwer belasteten Familie komme, aber diese hohen Risiken nicht trage. Und für den, der sie trägt, der wird in die Situation versetzt, dass er sich überlegen kann, was mache ich denn mit meinem Risiko? Ganz individuell. Es gibt so viele Möglichkeiten. Mache ich überhaupt irgendwas? Ja, und ich denke, die Prävention ist noch die beste Seite an der Onkologie. Da wird bestimmt die Frau Ditsch und auch ihr von der Selbsthilfe, Renate, sagen, die besten Patienten sind die, die wir gar nicht erst haben. Also wenn wir jetzt mittlerweile durch Prävention so viel Krebs verhindern können, dann muss es doch wirklich mit dem Teufel zugehen, wenn wir hier nicht weiter vorankommen und mehr Möglichkeiten noch kriegen, Patienten zu beraten und gesunde Familienmitglieder zu schützen. Super. Und vielleicht noch eine Ergänzung dazu, was auch manchmal, finde ich, sehr ermutigend ist, dass es durchaus ja Fälle gibt, die wir kennen, wenn man eine Mutation hat, dass der Erkrankungsverlauf teilweise sogar besser ist als bei Nicht-Mutationsträgern. Das muss man auch mal sagen, das ist nicht immer so, aber das kann mal so sein. Und ich glaube, auch das kann eine Information
sein, die einen so ein bisschen einen Anker bietet, dass man, ich habe ganz oft erlebt im klinischen Alltag, dass viele denken, bei einer Mutation, jetzt ist es ganz aus, ja. Und das ist eben nicht unbedingt der Fall. Und so wie auch Frau Professor Rien gesagt hat, kann das durchaus auch eine Chance eben sein. Insofern hat es auch manchmal sogar was Positives und gerade wenn die Therapien besser werden. Gut, ein Satz, eine Antwort hätte ich ganz kurz gern noch. Wenn meine also die Mutter meines Vaters an Brustkrebs erkrankt war, habe ich dadurch eventuell ein Risiko, dass ich Genträgerin sein könnte? Ja, wenn. Es gibt jetzt zwei Dinge. Erstens, ganz wichtig, auch über den Vater können genetische Veränderungen vererbt werden. Das wird, das sage ich ganz offen, das weißt du auch, Nina, es wird immer noch auch von Ärzten durchaus manchmal nicht gewusst, dass auch Männer, also über die väterliche Linie, Veränderungen in Brust- und Eierstockkrebs gehen und in allen anderen natürlich auch weitergegeben werden können. Das Zweite ist, wenn diese Großmutter die einzige in der Familie ist, und schon älter war, als sie erkrankt ist, da braucht man sich über ein familiäres, erbliches, genetisches Risiko weniger Gedanken machen. Wenn die ganz jung erkrankt ist, dann es macht dann durchaus Sinn, sich mal zu informieren, könnte möglicherweise auch hier eine Belastung vorliegen. Manchmal kommt dann auch raus, dass da doch noch jemand in der Familie war. Wenn man sich mit der Familie mal drüber unterhält, über Krankheit redet man nicht gern, Krebs erst recht nicht. Und dann kommt da noch jemand raus. Und wenn es dann schon zwei sind und eines vor den Wechseljahren erkrankt, dann macht tatsächlich so eine Beratung Sinn. Und ich kann nur jeden motivieren, wenn er sich da nicht ganz sicher ist, dann melden Sie sich doch mal in einem der Zentren und hören sich dazu die notwendigen Infos an. Und es ist ja nicht nur Brustkrebs, sondern auch auf jeden Fall Eierstockkrebs in der Familie. Es ist Eierstockkrebs. Oder? Ganz genau. Und wo wir jetzt auch schauen, wir wissen, dass die BRCA2 zum Beispiel das Risiko bei Männern für den Prostatakrebs erhöht. Ja. Und dann ist es so, dass wir jetzt gerade schauen, in den gesammelten Familien des deutschen Konsortiums könnte möglicherweise, wenn wir den Stammbaum durchgehen, das Prostatakarzinom auch ein Risikofaktor sein und zum Beispiel für ein Testangebot in der Familie qualifizieren. Und das forschen wir gerade. Da forschen wir gerade dran rum. Ja. Okay, vielen herzlichen Dank.